So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe und ihr seht schon, ich habe sie leider schon aus Versehen fertig gemacht. Man sollte sich die anderen Aufgaben auch mal durchlesen. Nämlich durchsuche ein Lama, eine legendäre Truhe oder eine Vorratslieferung. Das Ganze habe ich ganz simpel in Gruppenkeile gemacht. Ist, denke ich mal, die einfachste Variante. Wie gesagt, ist nur ein Tipp von mir. Macht es in Gruppenkeile, holt euch eine Vorratslieferung und dann ganz entspannt habt ihr die Aufgabe geschafft. So, dann, bevor ich euch das natürlich zeige, dass es so funktioniert und wie ich das Ganze immer dann mache, kurze Info: Skin-Verlosung findet immer noch statt, immer noch auf meinem Kanal, immer noch im Livestream. Also, das Einzige, was ihr für machen müsst, beziehungsweise sein müsst, ist natürlich Mitglied, weil ich will natürlich die Leute unterstützen, die mich so, unterstützen. Und dafür, dass die Leute bezahlen, muss ich den Leuten natürlich auch ein bisschen was als Anreiz geben, dass sie auch mal wieder was bekommen von mir. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein in die Runde. Und wie gesagt, ich würde sagen, ein Lama zu finden, ja klar, man findet auch Lamas, aber die einfachste Variante ist da wirklich einfach Vorratslieferungen öffnen. Und in Gruppenkeile bekommt man so viele Vorratslieferungen. Im Prinzip, es steht da immer irgendwo eine Vorratslieferung einfach so rum, weil keiner mehr dahin geht. Also so habe ich das Gefühl. Wenn sie gerade in der Flugrichtung ist, ja, hole ich sie mir, aber sonst mache ich da eigentlich auch nichts. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein hier. Und wie gesagt, wenn ich dir damit schon helfen konnte, gern ein Like da lassen. Wenn du willst, sogar ein Abo da lassen. Wenn du richtig supporten willst, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. So, haben wir wieder einen vom FaZe-Clan. Ui, wie viele Leute im FaZe-Clan sind, dass sie überhaupt noch Platz haben. So, dann schauen wir mal. Wie ist denn die Route? So, wenn ihr wissen wollt, wo die Vorratslieferungen als erstes runterkommen, genau, die kommen da runter, wo die erste Zone zumacht. Also in der ersten Zone kommen schon insgesamt 3-4 Stück runter. Deshalb am besten nicht direkt abspringen. Haltet euch ziemlich mittig. So, zack. Wir machen direkt mal den Gleiter auf, damit wir die Richtung ändern können. Jetzt müssen wir noch gerade die 5 Sekunden warten. Gut. Da ist die Zone, also ab in die Zone. Weil die ersten Vorratslieferungen kommen eigentlich ziemlich schnell. Auch sogar bevor die Runde überhaupt zumacht. So, deshalb gehe ich nämlich direkt darüber. Ich würde sagen, ich gehe direkt an den Staudamm. Oder? Ah, Staudamm. Weil im Wald ist immer blöd, wenn die Kisten da irgendwo vom Baum rumgammeln. Also einfach nur lästig. So, dann ist erstmal gegrüßt der Alex Bosi 2020, der Markul 73 und Face Ray Manu. Ray Manu? Ah ja, der Allerechte. Also, ich weiß nicht, mich würde echt mal interessieren, ob die dann wirklich im Face-Clan sind oder nicht, aber wahrscheinlich wieder nicht. Man kennt es. So, wie ihr seht, immer noch keine Vorratslieferung. Aber ich denke mal, die erste wird gleich schon kommen. Der Loot ist natürlich eklig. Also der Loot ist wirklich eklig himself, ey. Man kriegt so viel geile Sachen in Gruppenkeile, also da braucht man sich echt gar keinen Gedanken zu machen, was Loot betrifft. So, immer noch keine da. Ja, ein bisschen dauert es immer. Aber ich denke mal, dass die erste gleich kommen wird. Zack. Wie gesagt, die Truhenaufgabe haben wir eben schon gemacht. Einfach ganz entspannt 13 Kisten aufmachen, dann habt ihr das Ganze auch schon. So, mal gucken, ob ich noch die EP mitbekomme für als erster 100 Leben. Beziehungsweise 200. Ne, diesmal nicht. Das ist nämlich auch so random. Das ist genauso wie als die XP extra für die erste Landung oder so. Das ist immer so zufällig, ob man die bekommt oder nicht. Manchmal bekomme ich die, da sind schon nur noch 20 am Leben. So, dann. Pump ist auch am Start. Schmeckt. Ja, Angel haben wir schon. So, wann kommen denn jetzt mal die ersten Vorräte? Ich habe das gar nicht so lange in Erinnerung. Ah, und da seht ihr, warte mal. Dann baue ich mich nämlich hier direkt hoch. Zack. Wie lange waren wir jetzt in der Runde? Warte mal, ich glaube, bei 5 Minuten fängt die an zu schließen. Ne? Wir sind jetzt bei 4 Minuten Aufnahme. Ah, wo will er denn hin? Ach, er fährt hoch. So, dann gehen wir nämlich direkt zu den ersten Vorräten, holen uns die ersten vom Himmel. Ja, guck mal, jetzt alleine sind schon 3, 5 Vorräte, bevor der erste Kreis sich geschlossen hat. Also, ich sag ja, öffnet da einfach Vorräte, ist immer noch schneller als ein Lama zu suchen.
War hier noch eine XP-Münze? Hat sich irgendwie so angehört, ne? Ist doch eine. Ach, da oben drin hat sie sich versteckt. Weil ein paar Stück haben ja in die Kommentare geschickt. Ja, ich finde die Münzen nicht. Aber guck mal, wir haben jetzt schon 7 Stück gefunden. Ach, da ist schon der erste an den Vorräten. Ja, die ersten werdet ihr wahrscheinlich nicht bekommen, weil klar, wenn das Gegnerteam da ist, wird das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger. Mal gucken, ob wir da hinten die bekommen. Ey, sei es, wie überall Gegner sind. Jo, FPS-Drops sind wieder am Start. So, fliegen wir mal zu der da am Rand. Gucken wir mal, ob wir die bekommen. Zack, 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 zack. Und wie ihr seht, hier geht kein Mensch hin. Da hinten haben wir noch eine XP-Münze. Und schwupp, haben wir die erste Vorratslieferung. Zack. Und somit hättet ihr die Aufgabe geschafft. Ich sage, es ist ganz einfach. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Na, ich würde sagen, knapp 5 Minuten. Also ihr könntet jetzt schon wieder aus der Runde rausgehen und habt die Aufgabe geschafft. Also ich sage, ihr braucht euch keinen Stress da machen. Ist halt genauso wie die EP-Münzen. Ich glaube, hier in der Woche sind gefühlt auch irgendwie mehr XP-Münzen drin als sonst. Also da auch alles ganz entspannt. So, was machen wir jetzt noch ein bisschen? Richtig, wir gehen mal ein bisschen auf Kills. Ach, die eine, seht ihr, die eine Vorratslieferung ist immer noch nicht geöffnet. Also es ist überhaupt kein Problem, die zu machen. So, und denkt dran, wenn ich euch helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, Like da lassen. Wenn ihr Bock habt, sogar Creator-Code eintragen, auf Ehre. Und natürlich danke an alle, die es sowieso immer machen. Grüße geht da raus. So, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Gegner haben wir, glaube ich, eh noch nicht wirklich. Tack, 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 tack. Ah, ich glaube, der will auch dahin. Wer will hier Stress? Er will Stress. Ja, das bringt dir nichts. Pump ist halt nicht das Beste. Musste ich auch erst lernen. Ich dachte auch immer, spielt Pump. Hast du immer den Vorteil. Aber wie man sieht, klar, wenn du Elmasen hast, direkt einen Headshot mit 200, dann ist der Kill ganz sicher dir. Aber grundlegend, der erste Schuss sitzt da nicht richtig. Ich sag, Gruppenkeiler war damals so geil. Inzwischen auch da Spitzer anfällig. Ist er noch hinter der Wand? Tatsächlich. Ich dachte, er wäre weitergezogen. Aber so kann man sich irren. So, dann nochmal danke an alle, die jetzt noch da sind. Ihr wisst ja, Support, Support, Support. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Kappa. So, hier haben wir natürlich wieder keine Gegner. Wo haben wir denn hier mal einen? Gegner. Ich hasse die ersten zwei Zonen. Ne? Es dauert immer so lange, bis man mal Gegner sieht. Klar, in der Zeit hat man Zeit, Loot zu sammeln und so, aber inzwischen ist der Loot so gut. Braucht man den Loot eigentlich gefühlt gar nicht. Mal gucken, da hinten haben wir noch einen. Ja, den hat den schon gekillt. Er fliegt ja durch die Luft. Ah, M ist da. Ich sage, der Anfang ist immer so lästig in Gruppenkeile. Deshalb habe ich halt Datenregen so gern gespielt, aber Datenregen haben sie ja jetzt wieder rausgenommen, leider. Warum, wieso, weshalb? Da würde ich auch mal gerne eine Antwort wissen. Nur weil sie jetzt Duos reingemacht haben, oder wie? Er will safe den High Ground. Ich den Kill noch geklaut, lol. Na komm, zeig dich. Das war aber nicht er. Das war safe ein anderer. Nee, nee, nee. Ich habe schon gesehen, mit der Sniper muss man ja auch mal wieder einen Kill machen. Das wird wieder ein lustiges Highlight. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich wette, ich krieg's dann wieder in der Aufnahme nicht hin. Na. Ja.
Wenn, musst du es mit Lowscore probieren, mein Freund. So, aber ich sage jetzt schon mal danke für alle, die so weit zugeguckt haben. Und in dem Sinne gehen wir mal direkt rein in die nächste Aufgabe und haut rein.